So, wir sind jetzt wieder da von Papaya. Wir haben beschlossen, wir machen heute einen ruhigen Abend und machen eine kleine Barbecue-Party am Pool. Und Papa hat eingekauft, war schön beim Metzger. Der Patrick ist auch gerade hergejoggt von Ulm bis hierher. Ja, kein Problem und, für mich. Ja, ist gar kein Problem. Und er trinkt jetzt gleich seinen ersten Wodka Soda, um das Ganze wieder aufzuholen, was er gerade verbraucht hat. So sieht's aus. Weil er hat nur 70 Kalorien übrigens, habe ich gegoogelt. Ja. Wodka Soda? Ja. Dann hätte ich einen zweiten. Man spricht es übrigens anders aus. Ist egal. Man spricht es Cevap aus. Ja, aber ich und Gianni sagen Cevap. Hier drüben ist die Mallorca-Fraktion. Und ich wollte das nächste Statement einem ganz besonderen Gast übergeben. Der wurde gerade vom Bademeister gefunden im Pool. Und ist jetzt, liegt jetzt in Embryonalstellung. Liegt er jetzt bei uns und macht einfach eine kleine Siesta. Was hast du zum heutigen Tag zu sagen? Dein kurzes Statement einfach. Kurzes Statement. Geil. So, das reicht geil. Auch schon. Da waren drei Leute und ich habe mich voll eingefangen und ich kann den Tisch machen. So. Ich will lachen. Das Lebenselixier am Start. Schöne Grillplatte hier. Also wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Also ich nenne sie ja gerne Mallorca-Kreis. Wir sitzen hier ungefähr seit 3 Tagen im Kreis. Hören zur Abwechslung Hip-Hop und Helene Fischer. Die HUs, denen geht's auch gut, glaube ich. Dildo King hat heute Nacht auf der Liege am Pool geschlafen. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, lag er unterm Baum. Hm? Nee, ich sag's, war echt erotisch. Ohne Spaß. Ich habe gesehen, wie du aufgestanden bist und dein Handtuch aufheben wolltest. Ah, yes. Ja. Das ist recht anstrengend hier. Es sind so viele behinderte Menschen auf einem Fleck. So, wir fahren jetzt zur Backstage-Bar und unser Taxifahrer hat mir verboten, mich anzuschnallen, weil wegen besser. So, wir sind im Aquarius angekommen und ich muss mal was festhalten für die Nachwelt, was ganz wichtig ist. Also, wir haben einen kleinen Wodka-Soda bekommen. Ja, der Björn trinkt Wodka-Soda-Kubikmeter mal. Wir haben unsere Kernmüller gefunden. Die Jungs waren unterwegs und haben sie hergebracht. Wo war sie? Lag im unter der Bühne. Unter der Bühne, wo auch sonst, ne? Danke, großer König. So, ich melde mich jetzt doch nochmal. Wir haben 14:45 und die Mädels haben jetzt für uns gekocht. Maloko hat für uns gekocht. Geil. Ich feiere die hart. Er ist Kirby, weil er immer Körbe kassiert. Ich habe noch nie einen Korb kassiert. Das ist so eine Lüge. Hallo und herzlich willkommen bei RTL Shop. Einkaufen ganz bequem von zu Hause aus. So, liebe Kinder, da ich ja der wichtigste Mann der Welt bin, muss ich auch das wichtigste Announcement der Welt
machen. Und zwar 2018 findet wieder ein Beach Bites and Beats statt. Und ihr könnt euch auf voltocat.com/Sirce anmelden. Und dann erfahrt ihr als erstes, wann und wo das... Sirce musst du nicht machen. Nee. Dein Ernst, das war so gut! Ja. Wenn ihr euch auf voltocat.com/Sirce anmeldet, dann könnt ihr früher als alle anderen erfahren, wann... Genau. Fuck you, Alter! Ihr werdet als erstes wissen, wann das Beach Bites and Beats 2018 stattfindet und ihr bekommt auch als erstes Tickets. Also, voltocat.com/Sirce abchecken. voltocat.com/Sirce. Echt jetzt? Sirce!